So, wortgemäß ist die Frau Bundesministerin. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich und aufrichtig bedanken. Bedanken für die sehr konstruktive Diskussion im Ausschuss und auch dafür, dass wir es tatsächlich schaffen, in diesem hochemotionalen Thema einen einstimmigen Beschluss zu fassen, wenn ich das den Reden jetzt richtig entnommen habe. Ich glaube, das ist ein sehr starkes Zeichen für den Kinderschutz. Es zeigt, dass uns der Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt für uns alle oberste Priorität hat. Und dabei ist es entscheidend, dass wir verhindern, dass Kinder überhaupt erst zu Opfern von Gewalt und Missbrauch werden. Unsere Aufgabe ist es, die jüngsten und die vulnerabelsten Mitglieder unserer Gesellschaft, und genau das sind auch die Kinder, zu schützen, bevor ihnen auch etwas passiert. Und wir müssen dafür sorgen, dass ihr Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen nicht nur auf dem Papier steht, sondern ganz selbstverständlich für alle gilt. Und um das zu erreichen, haben wir als Bundesregierung ein umfassendes Kinderschutzkonzept vorgelegt. Dabei geht es um präventive Schutzmaßnahmen, es geht um die gestärkte Opferhilfe, es geht um eine effektive Strafverfolgung und ja, es geht auch um härtere Strafen und ein ausgeweitetes Tätigkeitsverbot. Die Justiz kommt leider erst dann zum Zug, wenn schon was passiert ist, wenn es schon zu spät ist. Daher ist es mir wichtig, und ich halte das wirklich für fortschrittlich, dass wir in den Schulen ein verpflichtendes Kinderschutzkonzept haben, dass wir Vereine, die mit Kindern arbeiten, fördern, sodass sie auch Kinderschutzkonzepte etablieren können, entsprechende qualitätsvolle Kinderschutzkonzepte, damit wir Eltern wissen, dass unsere Kinder in diesen Vereinen sicher sind, damit wir wissen, dass die Kinder dort sicher spielen können und gewaltfrei ihren Alltag verbringen können. Und ja, wenn es um die Strafhöhen geht, so war es uns wichtig, dass diese Strafhöhen auch das Unrecht der Tat widerspiegeln. Es geht ja letzten Endes immer darum, welchen Stellenwert wir diesem geschützten Gut auch verleihen wollen. Und wir sagen, es ist uns wichtig, dass Kinder gewaltfrei aufwachsen können. Und deswegen braucht es auch entsprechende Strafen, damit sich das Unrecht dieser abscheulichen Tat auch in den Strafen widerspiegelt. Und genau deswegen werden sowohl für Besitz als auch für die Herstellung die Strafen verdoppelt und zum Teil auch verdreifacht. Und wir haben auch noch was gemacht. Kinderpornografie. Der Begriff Kinderpornografie ist so verharmlosend. Kein Kind hat zugestimmt, so abgebildet zu werden. Und genau deswegen müssen wir es als das bezeichnen, was es auch ist. Es ist die Darstellung von Kindesmissbrauch. Und genau das spiegelt sich jetzt auch im Gesetz wider. Und wir haben auch das Tätigkeitsverbot ausgeweitet. Wir haben endlich eine bestehende Lücke geschlossen, denn bisher war es so, wenn man vorher nicht mit den Kindern gearbeitet hat und wegen einer als Sexualstraftäter verurteilt wurde, dann war es nicht möglich, ein Tätigkeitsverbot auszusprechen. Das heißt, in Folge konnte man wieder mit Kindern arbeiten. Und genau diese Lücke schließen wir, denn es ist irrelevant, was man vorher gearbeitet hat. Wenn man für ein verurteilter Sexualstraftäter ist, hat man in Folge nicht mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Lückenschluss. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen unsere Kinder in Österreich noch besser vor Gewalt und vor Missbrauch schützen können. Und um das zu schaffen, müssen wir dafür sorgen, dass Kinder in Einrichtungen, wo sie sich aufhalten, sei es beim Sport, in der Schule, in Vereinen, auch geschützt sind. In diesem Sinne baue ich darauf,
dass wir auch diese Kinderschutzpakete, dass wir das umfassend auf den Weg bringen, dass die Vereine diese Kinderschutzpakete auch annehmen und etablieren, damit unsere Kinder auch dort sicher sind. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke. Die Strafen werden also verdoppelt und manchmal sogar verdreifacht, sagt Alma Sadic, die Justizministerin.